Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 15. Angekommen in der Wasserstadt Altissia. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Altissia, die Stadt des Wassers, nach Accordo einreisen. Ja, wo müssen wir denn einreisen? Ich habe keinen Plan. Wir rennen jetzt hier mal ein bisschen rum. Geh weg. So. Es gibt auch noch eine Reisekontrolle. Klar. Der Passierschein allein reicht nicht aus. Warte mal. Kommen wir hier durch? Lässt ihr uns durch oder nicht? Stehen was? Bleiben. Weshalb reisen Sie ein? Also. Mal, Sid vorschicken, der hat uns voll gut reingebracht. Sid, der meint dich. Hey, was fällt dir ein? Also, wir wollen zu diesem Laden. Sie wissen schon, Mago. Mago? Nie gehört. Ah, einer von der Sorte, was? Wie bitte? Also, da wird dann der Vergnügungsabschlag fällig. Macht insgesamt so viel. Wie stehe ich denn jetzt da, du unverschämter Bengel? Rück wenigstens den Vergnügungsabschlag. Nicht. Was? Sid hat locker 3000 Gil abgenommen. Ich krieg einen Vogel, ey. Der könnte wieder ausrasten. 3000? Der hätte ich mir, weiß ich nicht, 300 Tränke kaufen können für das Geld. Sehen wir uns den. Ey, ich könnte ausrasten. 3000 Gil. Man sieht sich bei Margo. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Wenn ihr wisst, wie ich schnell an Geld komme, bitte in die Kommentare. Weil ich bin, glaube ich, schon wieder knapp bei Kasse. Ich müsste bloß jetzt noch so um die 14.000 oder so haben. Und ganz schön voll. Was gibt's denn hier? Per Gondel durch die Stadt des Wassers. Altissia lässt sich am besten bei einer Gondelfahrt durch die zahlreichen Kanäle erkunden. Ob Listro Park oder die Arena Galviano. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten werden direkt angefahren und die Aussicht von den erhöhten Wasserwegen ist einfach phänomenal. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Ja. Nicht mache ich hier Gondelfahrt. Ich habe keine Kohle mehr, Mensch. Noct, willst du dir das mal ansehen? Nee, ich will jetzt einfach nur zu meiner Quest. Ich will einfach nur zu meiner Quest, Leute. Nee, angeln wollen wir jetzt nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier. Eine Silbermünze. Okay, da kommen wir nicht rüber, aber da gibt es anscheinend einen Weg darüber. Da schauen wir mal, ob wir den jetzt finden. Jetzt muss ich mal schauen. Was ist denn das eigentlich für eine Stufe? Stufe 29 müssten wir eigentlich locker schaffen. Das ist locker, aber von der Stufe her müsste es gehen. Ich sage, es sieht aus wie Venedig. Wenn ihr schon mal in Venedig wart, wisst ihr genau, was das hier ist. So sieht es eben hier in der ganzen Stadt aus. Mit den kleinen Brücken. Ganz in der Nähe soll es eine tolle Fotolocation geben. Machen wir doch gleich. Dann nichts wie hin. Ja, gehen wir. Wenn mich würde ja auch jetzt interessieren, wenn seine Kamera ist eigentlich voll, gell? Wir können nichts mehr speichern. Oh Gott, ist auch da drüben. Okay, dann muss ich aber erst hier rüber, glaube ich. Kommen wir hier rüber? Nee, das ist da oben. Wie kommen wir da hoch? Diese Aranea ist echt eine Nummer für sich. Ja, sie fällt ziemlich aus dem imperialen Rahmen. Dann müssen wir mal da rüber schauen, ob wir da rüber kommen. Auf jeden Fall rüber, da geht's hoch. Da müssen wir eigentlich rüberkommen. Schauen wir mal. Genau, das war die Brücke von unten gesehen. Und schon sind wir drüber und machen noch gleich das Foto.
wir doch mal, dass wir das Foto machen können, irgendwie. Ne, hier kommen wir nicht runter. Wie kommen wir denn hier wieder runter? War nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Gott. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja, diese Stadt hier. Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Aber hier geht's runter, oder? Warum hast du nicht einfach Magie benutzt? Willst wohl, dass ich gleich das Zelt mit abfackel, was? Gut, ich zeig euch, wie man Feuer macht. Ihr müsst schließlich lernen, ob... Ah, hier kann man observieren. Sehr gut. Ist auch voll... Das können wir voll machen. Damit wäre Blitz wieder voll. Und wir kommen jetzt wieder runter. Mei, es ist ein riesen Irrgarten hier. Ich habe keinen Plan, Leute, wo ich hin muss. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Hier geht's bloß wieder hoch. Na, hier waren wir schon, gell? Hier kommt. Hier geht's nicht weiter. Kurz mal in den Laden? Also, ich habe hier keinen Weg gesehen. Geht's auch nicht weiter. Hä? Ranea will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Verliebt? Ja, sie ist schon hübsch. Aber ich dachte, alle Niflheimer wären herzlos. Aranea ist ganz anders. Ja, sie ist etwas Besonderes. Was mein... Mein Mund ist auf einmal so trocken. Dann tu was dagegen. Lasst uns nachher ins Margo gehen. Ich muss bloß meinen Weg finden hier. Ich habe nämlich keinen Plan, wo ich hin muss. Nacht, sehen wir uns das mal an. Hier waren wir schon, hier sind wir schon runtergegangen. Hier konnte man absorbieren, vielleicht kann man da irgendwie rumgehen. Nö, hier geht's nicht weiter. Alter, ist eine Riesenstadt, ey. Aber irgendwie komme ich da nicht rüber. Die Frau lässt dir wohl echt keine Ruhe, was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Ist da hoch, oder? Was? Nein, ich interessiere mich doch nur für Aranea, weil ich... Na, hier waren wir schon. Also, oder? Keine Sorge, wir kennen dich ja. Kann man hier nicht den Weg markieren irgendwie? Karte... Schauen wir mal. Wir kommen doch da gar nicht hin, oder? Gehen wir was Leckeres. Hier unten kommen wir nicht lang. Da kommen wir auch nicht lang. Ich muss irgendwie darüber. Ich muss hier rüber irgendwie. Oder muss ich da mit dem Boot hinfahren irgendwie? Komm, wir probieren mal, dass wir da mit dem Boot hinfahren können. Na, schon immer von einer romantischen... An Bord gehen, machen wir nochmal. Wir wollen... Da wollen wir hin. Schwimmender Markt, Margo. Genau, da wollen wir hinfahren. Ach so, das kann man praktisch nur mit dem Boot erreichen. Auf dem Fußweg geht das gar nicht. Also muss mir doch erstmal jemand sagen, dass es gar nicht geht zu Fuß.
dann. Was sollen wir heute essen? Schwimmender also Markt. Margo. Bis zum nächsten Mal. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Das hätte man vorher wissen sollen. Hätte ich nicht so lange rumsuchen müssen. Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Sind doch schon da. Veskem Armer, zu euren Dienst. Fotografieren wir doch gleich mal. Der kleine Prinz ist groß geworden. Lasst uns hier ein Foto machen. Ich glaube, du kannst nichts mehr speichern. Ist zu dunkel zum Knipsen. Mei. Egal. Was Veskem wohl dazu bewegt hat, der hier? Nach der Reise mit dem König hier zu bleiben? Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Zu Luna befragen? Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Zu Leviathan befragen? Gibt's was Neues zu Leviathan? Die See ist ruhig. Trotzdem plant die Regierung angeblich eine Öffnung des Altars. Für den Ritus, oder was? Auf der anderen Seite werden für die Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel und Hilfsgüter gebunkert. Man scheint davon auszugehen, dass die Göttin Zerstörung hinterlässt. Die Frage ist, warum soll der Ritus dann zugelassen werden? Stimmt, ja. Warum sollten sie ein Ritual machen, wenn sie dann alles zerstört? Okay, zur imperialen Armee befragen. Schauen, was da gibt. Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier. Gab ein großes Hallo. Ravos? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Gut, wenn etwas ansteht, seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke, gut zu wissen. Okay. Werte Camellia, lang ist es her. Ich habe von Ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an, was Sie nicht alles hören. Lass uns einen Happen essen. Okay, kann man hier nicht irgendwo übernachten oder sowas? Dass ich das Foto machen kann. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Okay, kann man anscheinend nur essen und sowas. Aber ein Zimmer oder sowas gibt's hier anscheinend nicht. Wir sind da. Lass uns gleich ins Kolosseum gehen. Nö, ein Zimmer gibt's hier nicht. Lasst uns hier ein Foto machen. Ja, es geht anscheinend nicht, weil es dunkel ist noch. Mist, ist zu dunkel. Mei. Das wird halt nichts. Er hat sehr lange und bedächtig auf die Kirche gestarrt. Willkommen, Margo. Probieren Sie unbedingt unser reichhaltiges Angebot an Weinen. Alle Sorten sind perfekt auf unsere Fisch- und Salatgerichte abgestimmt. Traurig gestimmt, weil seine Schwester dort heiraten sollte. Ah. Camellia war schon wieder im Mago? Tachchen, frischen Fisch findet nicht nur Fritz bei mir.
Dann kaufen wir nichts, würde ich sagen. Brauchen wir nichts. Okay, wir können jetzt hier anscheinend nichts mehr weitermachen. Hast du den riesigen Fisch? Dann werde ich mal die Hauptquest aktivieren. Wenn es denn geht, ne. Ne, ich kann keine Hauptquest aktivieren. Und alles Nebenquests noch. Sehen, wo man sowas wohl fangen kann? Warum kann ich denn die Hauptquest nicht aktivieren? Nee, keine Lust auf Smart. Das gibt's ja nicht. Nö, ich kann nichts machen. Okay. Verstehe ich gut. Ich bin ja eigentlich kann ich hier nirgendwo übernachten oder sowas? Du und still. Der verkauft nur was. Ist auch bloß verkaufen? Sollen wir etwas zu trinken kaufen? Kann ich denn irgendwo hinfahren? Wo sollen wir übernachten? Nö, den kann ich auch nicht anquatschen. Also kann auch nirgendwo hinfahren jetzt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und wir steigen dann wieder ein, wenn wir fotografieren können. Wenn es euch dann ein bisschen gefallen, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr wollt, Leute. Lust auf einen Drink? Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis wir dann fotografieren können und dass wir dann auch in der Hauptquest weitermachen können. Bis dahin wünsche ich noch viel, viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.